Hey ho, Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sky Survival. Wir sind hier in Folge 8 und es geht weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch und ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Wir haben auch gut geschlafen. Wir umarmen gerade diesen wunderschönen Baum. Wie wollen wir den Baum eigentlich nennen? Arnold. Arnold, den Baum. Arnold, der Baum. Ich habe hier nämlich ein Schild. Oh, Papa. Arnold, der Baum. Arnold, der Baum. Ach komm, das schreiben wir in die Mitte. Das muss ja ordentlich aussehen für lieben Arnold. Arnold. Arnold, der Baum. Oh, Baum. Das ist Arnold, der Baum. Arnold, der Baum ist sehr hübsch und er hat uns schon begleitet seit Ewigkeiten. Und Jakob liebt ihn auch insgeheim. Bisschen. Er hat vielleicht so das ein oder andere Kind mit ihm, aber das ist Standard eigentlich. Wollen wir jetzt diesen Enchantment Table mal aufstellen? Nein. Wohin? Okay. Gib mir. Jo. Haben wir einen Raum dafür? Nee, gell? Haben wir nicht wirklich. Sind wir Hipster? Aber ich habe eine verdammt... Ah, die Idee ist schwer. Aber ich habe eine sehr gute Idee, wo wir ihn hinstellen werden. Schieß los. Aber wo? Ich wollte mal einen neuen Shader ausprobieren. Was wollen wir denn... Lass mal einfach irgendeinen anklicken. Den da. Hast du den Kuda auch? Ich guck mal eben, der gefällt mir nicht so von der Farbe her, den ich gerade ausgewählt habe. Kuda. Fängt der mit K oder mit C? K. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Okay, so, dann ich habe richtig Bock, ich habe richtig Motivation, deswegen möchte ich gerade jetzt richtig meine Motivation ausnutzen und bauen und machen und tun. Okay. Und lassen. Und deswegen renne ich gerade schon wieder wie ein Bekloppter Richtung. Ja, wohin wollen wir eigentlich? Das ist eine sehr. Ich glaube, du hast dich ja schon zu dieser einen Insel da gebaut, gell? Ja, in entfernt in die Richtung, ja. Wollen wir da vielleicht sogar hin? Ich bin immer noch greedy auf die Kiste, die da unten lungern muss. Ich würde sagen, das machen wir offscreen, ganz ehrlich. Weil da unten gibt's relativ wenig zu. Ja, da gibt's wenig Spannendes. Wow! Ja. Der Shader sieht hübsch aus. Welcher denn? Und zwar, ich weiß nicht, ob du den auch hast, der heißt Mr. Meep Shader. Mr. Meep? Ja. Nope. Und nochmal nope. Ich finde, es ist mal was anderes und Abwechslung tut ja auch gut. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, was ihr von dem Shader haltet. Wollen wir jetzt auf die Insel mit den Endermännern? Ja. Ich habe ein Holzschwert. Du kannst mir gerne mal bauen helfen, ein bisschen. So, hier einfach so die Reihe lang, genau. Und dann werde ich mal gucken, wie ich das mache am besten. Boah, ich würde sagen, fast. Das ist so ungewohnt mit einem anderen Shader. Ich muss meinen alten wieder reinstellen. Es ist so fucking ungewohnt. Viel besser. Yeah, neuer Shader, yeah, alter Shader. Jetzt hoffe ich, ich verliere meine. Ich habe 3 Eisenspitzhacken nicht. Ich will jetzt nicht sterben und die verlieren. Das wäre echt dramatisch. Wartest du kurz auf mich, dann bringe ich kurz die Eisenspitzhacken zurück, weil... Kannst du machen, ja. Weil ich will die jetzt nicht alle verlieren. Das war fast unser ganzes Eisen, das ich dafür draufgehauen habe. Ich lege wenigstens ein paar zurück. Hast du recht. Auf jeden Fall eine gute Idee. Super dupe. Und ich weiß ich sowieso auch nicht... Ich habe viel zu viel Kabel dabei. Ich bringe auch was zurück. So, ich weiß sowieso nicht, wie wir gegen die ganzen Endermänner feiern sollen, weil ich habe... Hab hier über 9 Stacks von unserem mühsam erfarmten scheiß Kabel dabei. Hab ich keine Lust, dass alles umsonst war. Das stimmt, das wäre richtig behindert einfach. Ich baue... Was? Bitte, was? Hast du eine Nahkampfwaffe, wollte ich eigentlich fragen? Nein, habe ich nicht. Kannst du mir gerne machen. Dann mach ich hier nämlich ein Eisenschwert, okay? Jo, auf jeden Fall. I'll take it. Sehr sweet. So, zack. Dam. Wie baue ich das denn mal am besten? Ja, doch, ich denke, fast so ist ganz gut eigentlich. So, ich habe ein Eisenschwert für dich dabei. Sehr gut. Bring ich dir eben schnell. Hast du das so, Das Doofe ist nur, dadurch, dass du runtergefallen bist, hast du die ganzen Pfeile verloren, gell? Ja! So, warte, ich werf dir mal hier hin. Zack. Wunderschön. Ich hab's Gefühl. Schieß los. Spitzt sich der Weg zu. Puh.
Nein, tut er nicht. Sieht nur so aus. Lol. Jakob hat einen mysteriösen Weg gebaut. So, hier, zack. Zack, und ich... Also, ihr seht schon die Enderwände. Das erinnert mich... Ich glaube, diese Insel soll ein bisschen ans End angrenzen. Mit diesen Türmen da. Ich glaube auch. Und den vielen Endermännern. Wo wir gleich wahrscheinlich kläglich versagen werden und verrecken werden. Ich bin mir da auch noch nicht sicher drüber, über diese Insel. Was, oh lol! Da ist gerade ein Enderman runtergefallen. Was zum Fick machen die da? Einer weniger. Sehr gut. Yeah! Mission Success. Wir werden es auf jeden Fall schaffen. Da ist bestimmt irgendwo ein Spawner, Alter. Oh nee. Ist irgendwas falsch, gell? Wollt gerade sagen. Eigentlich nicht. Es sei denn, du baust es falsch. Ja gut, dann ist, Entschuldigung, nein, Spaß. So, zack, zack. So, und ich würde sagen, dass ich hier jetzt kurz... Genau, so. Guck mal, die Treppen hier sind jetzt auch schon ready. Ready, steady, go. Voll gut, voll schön, sehr sweet. So, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön, aber es tut seinen Zweck, es tut seinen Zweck. Dass man da halt schnell hochkommt, finde ich wichtig. Das soll man ja. Weil dafür ist der Weg und das, vor allem, dass wir schnell flüchten können, falls die Endermänner meinen, sie müssen uns angreifen, gell? Ich baue den hier einfach ein. Lass den mal wirklich zubauen. Nicht angucken! Mission Success! Enderman eingebaut. Okay, hast du... Ich hab Fackeln. Haha. Okay, immer schön auf den Boden gucken. Nicht die Enderman angucken, sonst werden sie aggro. Ich hab uns hier immer noch, ne, weißt du Bescheid? Jojo, Klärchen. Ich lauf hier eben schnell mal. Oh, leco mio! So, hier ist eine Truhe! Steht. Golden Chestplate, Arrowproof Golden Boots, Endstone, lol. Und Potion of Smite, Instant Health. Und String. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich baue die ab und setze die nach da unten und steck alles wieder rein. Ja, hab ich schon. War. Hab schon eine da unten hin. Aber ja. Ach, voll gut, Digga. Behaltsamer Doppelkiste. So, da lege ich das jetzt mal alles rein, dass wir das nicht. Was ist das für ein Stein? Obsidian, okay. Gut, heißt, Alter, das sind da viele Endermänner, gell? Heißt für uns, was Alter, machen wir denn jetzt hier überhaupt? Wir suchen den Enderman-Spawner. Ah! Ah! Digga! Ich bin ein Loch gefallen! Komm mal hier runter! Ich kann leider nicht hochgucken, aber hier ist noch eine Truhe. Mit, oh! Feuerwerk! Und ein Power Sword, one hit, one kill. Navigier mich, lauf ich richtig? Ich seh dich nicht. Sorry, ich kann nicht nach oben gucken. Hier ist ein Jump and Run. Echt? Hab ich nicht so Lust drauf. Wo bist du? Ich leg grad kurz das ganze Zeug ab. Ich hab nämlich ein Diamond Sword gefunden. So, ich bin runter in die Insel rein. Wo bist du? Ah, da vorne. Oh Gott. Siehst du der. Komm mal mit, siehst du diesen Weg nach unten? Hier? Ja? Da gehen wir jetzt rein, okay? Komm mal mit. Ja. Alter. Ah, runter gucken. Ja. Hier, siehst du das? Ah, oh, das gefällt mir nicht. Wir bauen es einfach. How to cheat. Ich habe nur noch zwei Fackeln, wir müssen sparsam umgehen. Setz hier auf jeden Fall einen in die Ecke, genau. Ich baue wirklich jedes Loch zu. Ich möchte ungern runterfallen. Hier? Wow! Nein. Töten! Wir töten die. Die sind eingesperrt, Digga. Die sind eingesperrt! Erst mache ich den hier. Denkst du, da ist ein Spawner? Gut sein. Ich geh kurz gucken, okay? Okay. Ja. Okay, wir holen das Ding. Hast du noch eine Fackel? Ha! Wow! Digga, du hast die Fackel abgeschlagen. Hast du die Fackel? Ja. Plant sie da hinten in die Ecke. Warte, ich brauch sie gerade mal, muss ich gerade rausholen, warte.
Chaka. Greifen die uns gar nicht erst an? So, wie... Oh, 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 vergiftet! Alter! Ach. Hab den Spawner, hab beide. Hast du beide? Beide. Wir brauchen noch eine Fackel, Digga. Ich hole eben noch eine Fackel. Okay. Ich habe eine von hinten da abgebaut und nehme die jetzt mit nach vorne. Digga? Oh Mann, das ist so intens hier. Ich hole noch die andere Fackel, dann gehen wir noch da runter, okay? Alter, das ist richtig heftig einfach, gell? Achtung, Enderman. Nach unten, okay? Ja, Achtung. Hier geht's noch tiefer rein, Digga. Ich hab Schiss. Kommst du? Bist du? Komm runter. Warte. Hier ist ein Loch. Da ist eine Kiste. Digga! Was ist denn? The Crown of Ender, ein Pumpkin, den man aufsetzen kann. Ihr teilt dich fest, der hat Protection 8, Fire Protection 5. Ah! Was ist? Junge! Komm mal her! Da bin ich gerade rüber gesprungen! Von da! LOL! Ich hab's nicht gesehen! LOL! Ich dachte schon du wieder! Lucky Boy ich of Doom! Schon wieder. Du Lucky Boy of fucking Doom, Alter! Ach du Scheiße. Ich hab den ganzen Endstone dabei. Alter, dieser Helm ist richtig heftig. The Enderman now respect you for your crown. Unbreaking X. Unbreaking 10? Ja. Krass. Ich lauf damit jetzt rum, weil ich hab Swag. Jetzt ist hier auch ein kleiner Weg wieder nach unten. Ich hätte die Fackel von unten mitnehmen sollen. Ich sehe nämlich den Scheiß. Ist egal, wir laufen hier einfach durch. Ich weiß nicht, sollen wir den Enderman angreifen? Nee. Wir wollen hier mal nicht. Aber irgendwo muss hier doch ein Spawner sein, gell? Hier ist definitiv irgendwo ein Spawner, aber ich würde mich darum jetzt nicht kümmern. Ich lass den ihren Spawner mal. Wo wollen wir hin? Denkst du hier das war? Ich würde sagen, zurück. Ich glaube, wir haben eigentlich jetzt den... Gut, dann lass mal alles aus der Truhe, die wir da vorne haben, mitnehmen, weil wir haben da ja extra vorne hin eine Truhe hingesetzt. Hier. Genau. Die schon ziemlich nice ist, also von dem Stuff her, packe ich mal alles ein. Nehmen wir alles mit, genau. So, bringen wir alles nach Hause. Wir haben jetzt noch mehr Enderperlen gerade gefunden, richtig heftig. Okay. Sehr voll gut. Geil. Also damit können wir uns ja vielleicht auch irgendwann von Insel zu Insel, wenn wir mal keinen Bock mehr auf diese ganzen Wege-Sachen haben, ne, können wir das halt damit dann auch machen. Das stimmt, das ist eigentlich eine richtig geile Idee. Oh, du hast diesen Zauberdinger dahin gesetzt. Voll gut, verzauber ich gleich mal was. So, jetzt erstmal alles Wichtige in die wichtige Chest-Truhe. Zack, 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 zack. 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 Feuerwerk, damit können wir vielleicht irgendwann mal noch was machen. Arrowproof Golden Boots, da rein. So. Zack, 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 zack. So, jetzt setze ich mal gerade noch eine kleine Idee von mir um. Schieß los, mach das. Bin gespannt. Und zwar habe ich die Idee, dass ich den Brunnen sozusagen nach unten runterbaue und da dann so einen kleinen Raum für diesen Table mache. Ah, okay, cool. Ja, klingt cool. Klar, bin gespannt. Mach das mal. Das würde ich jetzt direkt mal machen. So, dann mache ich, dann ich enchant eben kurz mal was. Zack, einmal enchanten auf Lapis, 3 Lapis Lazuli. Warte mal, man braucht für diesen Table auch noch... Dafug? Lol, Digga. Das war's wieder. Das ist mein scheiß Ernst. Wie dumm bin ich eigentlich? Hattest du noch was Wichtiges dabei? Nein, deswegen ja, aber wie dumm kann man eigentlich sein? Wie? Was hast du gemacht? Dumm. Ich hab über mir das Wasser mir weggebaut. Oh, okay. In dem ich drin war. Ja, merkst du selber. Oh,
GZ. Props to you. Oh mein Gott. Alter, ja, als ob, Digga. Ich weiß, du kannst das besser. Nicht dein Tag, gell? Also, heute bin ich so oft gestorben, ey. Alter, aber schon, ist ja, nimmer du feierlich. Du bist wirklich, tut mir leid, das so zu sagen, aber ja, du bist echt oft verreckt. Heute ist ja nochmal witzig, ey. Aber cool, was ihr alle schon erforscht haben, Leute. Voll nice. Was ist der nächste Plan? Welche Insel steht als nächstes an? Weiß ich nicht. So, wir waren jetzt, ich guck mal kurz auf die Minimap. Wir waren jetzt schon da, wie man hier mit dem Weg sieht. Wir waren da, was auch immer das ist, und da oben ist unser Spawn. Das ist unsere, das ist übrigens die Wolke da oben, das ist da, wo wir unsere Autos aufnehmen. So, über uns ist ja noch eine fette Insel irgendwo. Ja, über uns ist auf jeden Fall noch eine fette Insel, aber hier sind also eigentlich ehrlich gesagt überall fette Inseln insofern. Ja, da hast du recht. Weiß ich nicht. Also es gibt definitiv viel hier, das stimmt. Die Frage ist nur, was kommt als nächstes? Es gibt da, weil ich würde gerne auf diese Glowstone-Insel, weil das Coole wäre halt, wenn wir auf diese Glowstone-Insel gehen, können wir sagen, ey yo, den hinteren Bereich, da haben wir abgehakt, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Klar. Weil ich glaube, da kommt nicht viel mehr. Und ich glaube halt, wenn wir in die Richtung der Glaskuppel gehen, da kommt noch relativ viel. Und in die andere Richtung, da kommt mittelmäßig viel, glaube ich. Und über uns ist halt noch ein bisschen was. Und deswegen würde ich gerne erst zu dieser Glowstone-Insel gehen. Wir können da ja vielleicht auch einen Weg bauen und uns dann mit Enderperlen hin und zurück porten. Ja, finde ich, wie gesagt, war ja auch gerade mein Vorschlag. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Dann fange ich schon mal an mit dem Weg bauen zu der Glowstone-Insel, okay? Ja. Weil Enderman-Insel haben wir jetzt abgehakt. Ja, und das war echt gut, gell? Also das hat Spaß gemacht. Das hat mega, aber da sagt man so, Alter, wenn jetzt... Aber es war auch einfach kurz so. Es war irgendwie so richtig schön short. Ja, gell. Aber es hat richtig Fun gemacht trotzdem. Das fand ich echt gut. Echt, das war, also die Insel war bis jetzt echt geil. Vor allem das ganze Zeit runtergucken, die Panik, dass man jeden Moment von so einem fucking Enderman einfach nur voll ins Gesicht gejisst bekommt und so. Boah, diese Aussicht, Leute, gebt euch den Scheiß. So hübsch. Und da hinten wollen wir jetzt hin. So, das ist unser Ziel. Mal schauen, ob wir dieses Ziel auch erfüllen können. So, ich gucke hier gerade noch, wie ich das am besten baue. Ist wirklich nicht ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Was bauen Sie denn? Ach so, den Raum, gell? Jo. Kannst du mir kurz helfen? Ach ja, ich komme. Was gibt's zu tun? Hab's schon selber hingekriegt. Danke. Ich war ja schon auf dem Weg zu Hause zurück und dann so, ja, hab schon geschehen. Ich bin professionell und so. Zack, wink. Weg bauen ist schon was Schweres, gell? Da kann man runterfallen. Weg bauen, kann man runterfallen, ja. Vor allem, wenn man erst so einen breiten Strang baut und dann im sich so denkt, das ist gefährlich. Egal. Ich baue jetzt einen wollten Stange, lauf da so lang, sprinte mein Leben und dann läuft das. Ja, wir kennen es nicht. Es klappt auch in den meisten Fällen, aber wenn es halt mal nicht klappt und man mit Absicht runterfällt, Zwinker. Wow. Lol, ich weiß nicht, ob das nur bei mir ein Bug ist, Digga, aber in dieser Glowstone-Insel ist ein verkacktes schwarzes Loch. Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Die Bäume sind einfach Glowstone-Bäume. Die Insel gibt einen Fick auf Physik. Und generell auf Leben und normale Welt und so. Die gibt einfach einen Fick. Die denkt sich so, nee, ich bin besonders. Ich leuchte. Ich leuchte, Kappa. Ja, das juckt mich nicht. Stell dir mal vor, einfach so irgendwie so ein Typ in der Schule, einfach so, ich leuchte, Wumms, steht in Flammen. Ja, so einfach, genau. Ich hab Bock drauf. Also, geht's dir gut? Und der brennt einfach so, ja, ein bisschen warm, aber ich leuchte. Das, was ich wollte. Ja. Ihn juckt halt einfach, der denkt sich so, ja, ich leuchte, geil. Ja. Aber echt, ey. Oder er fängt einfach an, so grün zu leuchten, als wäre er irgendwie so radioaktiv. Und so, ja, Standard. Standard juckt mich nicht, ich kann das schon überleben, ey. So, ich besorge mir jetzt mal Enderperlen und versuche da rüber zu kommen, okay? Kommst du mit, oder?
Oder, warte mal. Digga, lass das nächste Folge machen. Ja, hast recht. Können wir machen. Das ist sehr gut. Wo bist du denn? Dann komme ich eben kurz nochmal. Ich muss eh alles noch besorgen. Du kannst ja mal runterkommen. Ja. Das erste Mal. Klar. Ah, ich sehe schon. Komm runter! Klar komme ich runter. Ich sehe schon den Raum, aber ich besorge mir kurz noch Kabel und so und dann gucke ich mir den weiter an. So, wo ist denn das? Da. Nein, da ist Kabel drin. Oh, yo, ich werde keine Skype angeschrieben. Zugespammt. Was soll das? Unfreundlich! Unfreundlich! Unfreundlich. Warte mal. 9 Eisen? Iron Block. For the win. Yeah, das Monument wird weiter vervollständigt. Ich achte da voll drauf. Das Monument ist mir wichtig. Ich will unbedingt wissen, wo uns dieser Schalter hinführt. Und ich will fair sein und will es erst dann machen, wenn wir es auch wirklich können. So. Deswegen. Wo habe ich meine Kohle hingepackt? Leute! Alter! Was ist? Der letzte Iron Block! Das war er schon jetzt. Ja, jetzt fehlt nur noch ein Diamantblock, 2 Diamantblöcke, 3 Diamantblöcke, 4 Diamantblöcke, 5 Diamantblöcke und sonst 4 oder so Emeraldblöcke. Dann haben wir schon gepackt. Finde ich auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ja, gell? Dann komm ich mal runter und guck mal, was du so hast gebaut. Wo geht's denn rein, Digga? Warte eben, warte eben. Okay, okay. Ich warte eben. So. Du hast den Eingang schon selber gefunden. Digga, ist hier stockdunkel oder kommt's mir nur so vor? Ist stockdunkel. Ich dachte gerade, ich sehe hier nämlich einen Scheiß. Ich sehe halt wirklich einen Scheiß. Das macht es nicht gerade leicht für mich. These nuts. Ja, die. Oh, jetzt. Oh, darf ich da oben raus? Warte mal. Oh! Pretty. Ich schwimme eben kurz nach oben. Das ist sehr umständlich. Ich glaube, wir könnten Leitern in dem Wasser platzieren. So. Zack. Oben kannst du das irgendwie zubauen. Was? Oben? Die Lampe? Really? Ja, du hast gesagt zubauen. Was okay. Hast du denn gedacht? Okay. Warte. Nicht gut. Machen wir es doch so. Guck mal, kannst du hier noch einen draufsetzen, weil das sieht man so ein bisschen hier drauf. Da. Perfekt. So. Oh, 3 Dings, dann würde ich sagen, schlafen können wir nicht. Wollen wir ein bisschen in die Sonne schauen? Wo ist denn die? Ja, wolltest du nicht eigentlich die Folge beenden? Ja, eben. Ja. Wo ist denn die Sonne? Ich will irgendwas anschauen. Was sieht denn am schönsten aus? Dann schaue ich hier rein. Sonne. Da ist die Sonne, da. Da. Gucken wir doch beide in die Sonne und ich sehe keine Sonne! Ah, da oben! What the fuck? 2 mal F5. Ja, Leute, dann. Wenn du neben mich kommen würdest, du Vogel. Oh, ich sehe schön aus, warte, ich zieh mal. Zack, wunderschön. Und die Geschichte dieser Skins einfach, wie alt die sind, gell? Ja, uralt, hast du gemacht. Die Skins sind uralt und von krassen Zeiten, von wirklich schönen Zeiten. Sie erinnern an schöne Zeiten. Ach ja, Leute. So, na dann. Das war's. Bis zur nächsten Folge. Man sieht sich. Man hört sich. Oh, wir lieben euch. Tschüss. Yay, Lord. Hey ho, Leute, willkommen im Outro. Wir sind letzte Folge auf der Enderman-Insel gelandet und haben dabei die Crown of the Enderman bekommen. Jetzt respektieren uns alle Endermänner, weil wir einfach die krassen Oberficker sind. Und das ist geil. Tschüss. Tschüss.